Moin zusammen, hallo, hier ist euer Peter. Es ist eine Zeit lang her, dass ich mein letztes Video gemacht habe oder Tutorial gemacht habe, aber ich hatte einige Probleme mit Linux oder Linux hatte Probleme mit mir. Ich habe so viel rumgespielt, dass ich am Ende mein System neu installieren musste und ich habe jetzt, wie ihr sehen könnt, ein Ubuntu installiert mit Plasma als Desktop-Oberfläche und davon möchte ich euch heute ein bisschen berichten. Die wichtigsten Einstellungen am Desktop, die ihr selbst vornehmen könnt, bevor ihr euch in dieses sehr komplexe oder in diese sehr komplexe Desktop-Oberfläche stürzt. Gut, fangen wir vielleicht einmal damit an. So müsste normalerweise euer Startbildschirm aussehen mit diesem wunderschönen Desktop-Hintergrund. Die Leiste, die bei euch erscheint, wenn ihr Kubuntu installiert, dürfte weiß sein und ihr habt natürlich auch noch nicht die verschiedenen Apps oder Programme hier auf der Taskleiste. Dazu aber gleich mehr. So, wem das nicht gefällt, der sollte vielleicht als allererste Grundeinstellung einmal hier in den Desktop mit Rechtsklick auf Arbeitsfläche einrichten schalten. So, hier haben wir dann erstmal die Hintergrundbilder, die von Kubuntu Stable, was ich hier benutze bei meinem Tuxedo-Rechner, voreingestellt sind. Ihr könnt hier also zum Beispiel dann wechseln oder wenn ihr gerne ein eigenes Bild haben möchtet, dann müsst ihr auf eure eigenen Dateien zugreifen. Ich habe hier dann die Möglichkeit, meine vorher aus dem Internet heruntergeladenen Bilder in dieses Fenster hinein zu kopieren oder zu laden und dann einfach hier das entsprechende Bild anklicken, anwenden und schon habt ihr dann eure selbst ausgewählte Desktop oder euren Hintergrund, der euch am besten gefällt. So, das nächste, bei den meisten Rechnern oder Laptops bietet es sich an, die Taskleiste links oder rechts zu haben. Denn so wie auch bei mir ist es, glaube ich, sinnvoller hier an der Seite. Es gibt einfach mehr Platz. So, wie geht das? Wir sehen hier normalerweise bei euch müsste das hier unten an der Seite sichtbar sein. Oder wie jetzt bei mir hier oben diese drei kleinen Balken. Ich klicke hier einmal drauf und sehe dann hier die Mini-Programme entsperren. Bei Kubuntu oder bei Plasma meint Mini-Programme so kleine Applets, die ihr euch auf der Taskleiste hier einrichten könnt. Und das finde ich auch ganz, ganz toll bei Kubuntu. Eine Riesenauswahl an kleinen Applets für die Taskleiste. Also, gehen noch mal eben zurück, für wen das jetzt zu so schnell war. Hier diese drei Balken müsstet ihr bei euch jetzt haben, ne, wenn ich hier jetzt draufklicke, oder gehen wir noch mal eben zurück. Hier oben war Mini-Programme sperren. Jetzt ist das Zeichen weg. Mini-Programme entsperren. Wir hören auch hier dieses Signal. Jetzt sehen wir hier diese drei Balken. So, klicke ich sie jetzt an, haben wir jetzt eine der wichtigsten Grundeinstellungen für das Einrichten der Taskleiste. Ich kann also hier, seht ihr, wenn ich jetzt hier drauf gehe, entsteht hier dieser Pfeil, kann ich also die Breite meiner Taskleiste verändern. So, dann kann ich hier bei Bildschirmkante dann entscheiden, an welche Seite möchte ich meine Taskleiste haben. So, ich habe sie meistens hier links auf der Ecke, ist am sinnvollsten. Wenn ich jetzt sage, gut, das war alles, das reicht mir so, dann kann ich auch hier jetzt, seht, meine einzelnen Applets sortieren. Ich kann also hier drauf gehen und das Ganze jetzt verschieben. Aber ihr fragt euch sicherlich, wie kommen die da erstmal überhaupt hin? Gut, dafür gehe ich hier auf Mini-Programme hinzufügen, klickt das an und ihr seht hier die verschiedensten Applets. Also zum Beispiel hier ein Anwendungsstarter oder hier. Das ist dieses sozusagen wie bei Windows früher das Hauptmenü. Ne? Ihr könnt euch also aussuchen, welches Menü wollt ihr haben, was gefällt euch am besten. Müssen wir eben wieder auf Mini-Programme hinzufügen.
Wenn ihr euch also eins der zahlreichen Mini-Programme ausgesucht habt, müsst ihr einfach nur mit Doppelklick dieses Mini-Programm installieren. Es erscheint dann automatisch hier links auf der Desktop-Leiste. Gut, wenn ihr natürlich sehr, sehr viele Mini-Programme habt, ist es natürlich irgendwann hier auf der Leiste voll und ihr könnt ohne Probleme auch eine zweite Leiste euch erstellen. Wenn ihr jetzt hier wieder auf weitere Einstellungen geht, Kontrollleiste, Einstellungen, gibt es hier auch die Einstellung, eine zweite Kontrollleiste hinzufügen. So, dann könntet ihr also theoretisch hier oben an der Seite und unten mehrere Kontrollleisten euch auf den Desktop zaubern und diese dann je nachdem, wofür ihr es braucht, nutzen. Gut, gehen wir aber wieder zurück eben zur Kontrollleiste. Ihr habt euch jetzt die Mini-Programme hier hinzugefügt oder ihr sagt, nee, das war jetzt falsch, das gefällt mir nicht, dann könntet ihr auch hier, seht ihr jetzt, indem ihr hier an die Seite auf die Applets oder Mini-Programme geht, seht ihr hier diesen kleinen roten Punkt. Wenn ich jetzt hier drauf drücken würde, würde dann dieses Applet wieder gelöscht werden. Zusammengefasst also, Mini-Programme installieren, aussuchen, Doppelklick erscheint auf der Leiste. Dann kann ich das Ganze sortieren, indem ich das hier hin und her schiebe. Dann kann ich, wenn ich einige entfernen möchte durch dieses rote Kreuz, die Sachen hier auch wieder löschen. So, habe ich dann meine Taskleiste ausgerichtet, ist alles richtig. Dann schließe ich das Ganze wieder. Ich klicke hier auf die drei Balken, weitere Einstellungen. Und dann Kontrollleiste oder Mini-Programme sperren. Gut, jetzt seid ihr wahrscheinlich hier mit eurer weißen, hässlichen Kontrollleiste nicht ganz zufrieden. Was macht ihr? Ihr geht erstmal in die Einstellung. Ich habe bei mir jetzt die Zeichen oder die Symbole schon angepasst, so nachdem, wie mir das am besten gefällt. Das könnt ihr natürlich auch machen. Wie das geht, das zeige ich euch eben kurz. Also Systemeinstellungen. Und dann habt ihr sie hier und klickt auf Arbeitsbereich Design. So, jetzt könnte man hier, ne, erstmal auswählen, welche Farben haben die Fensterrahmen, also das ganze Design der Desktop-Oberfläche kannst du dir also hier aussuchen oder du lädst dir aus dem Internet neue herunter, drückst dann auf Anwenden und deine ganzen Das ganze Erscheinungsbild deines Desktops wird dann halt angepasst. So, wir machen hier Nein. Auch hier hast du weitere Einstellungsmöglichkeiten für dein Arbeitsflächendesign. Kannst du hier also anklicken und dann durch Bestätigen, Anwenden wird das Ganze also angepasst. So, auch der Mauszeiger, kannst du dir also hier ein entsprechendes Design aussuchen. Wieder anwenden und schon siehst du, wie sich es verändert. Auch beim Startbildschirm ist das möglich, dass du dir weitere Anwendungen aus dem Netz herunterlädst und dann hier sammelst und je nachdem, was du brauchst, das Ganze dann einstellst und durch die Bestätigung. Ist aber ein bisschen gefährlich, würde ich sagen, weil ich habe oft so viele Einstellungen verändert, dass ich hinterher gar nicht mehr wusste, wie kriege ich das zurück und deswegen vielleicht im Notfall schreibt ihr euch kurz aus, wo ihr die Funktion hattet. So, auch die Symbole habt ihr gesehen, bei mir kann man hier auswählen. Ihr seht, wenn ich jetzt hier draufklicke, sollten sie jedenfalls oben dann auch angezeigt werden, wie sie also aussehen. Und dann kann man sich hier seine Symbole individuell zusammenstellen. Nein, wir wollen das nicht. Gut, was vielleicht noch wichtig ist, sehr verspielt, das Arbeitsflächenverhalten. Effekte. Ihr seht also hier, könnt ihr hier eine ganze, ganze, ganze Menge an Effekten für euren Desktop euch aussuchen, empfehlen oder oft empfohlen ist die Lupe, mit der man dann für die Maus oder unter der Maus das, was dort zu sehen ist, halt vergrößern kann mit einer entsprechenden Tastenkombination, die man hier dann sich selbst zulegen oder festlegen kann.
Okay, gehen wir erstmal hier von wieder zurück. Ihr habt jetzt im Idealfall es geschafft, eure Taskleiste, euer gesamtes Erscheinungsbild eures KDE-Plasmas anzupassen. Jetzt habt ihr vielleicht auch noch die Frage, wie kann ich mir meine Programme, die ich hauptsächlich nutze, hier auf die Taskleiste legen. Dafür müsst ihr normalerweise einfach nur auf das Programm hier im Menü mit Rechtsklick an die Taskleiste anheften. Das habe ich jetzt hier schon, aber im Idealfall wäre es bei euch, hier muss ich mal gucken, ob ich hier jetzt ein Programm habe. Gucken, ja, zu Favoriten hinzufügen und an die Taskleiste anheften. Müsste also hier normalerweise erscheinen. Komischerweise bei mir jetzt gerade nicht. Gut. Was solltet ihr vielleicht noch wissen? Der Dateimanager Dolphin hier vorne wird immer wieder in den Zeitschriften empfohlen. Er ist sehr, sehr umfangreich. Man kann dort sehr, sehr viele Anpassungen vornehmen. Eine Kleinigkeit, die ich hier besonders praktisch finde, ist, dass man hier auf Teilen gehen kann. Und dann wird also sozusagen der Dateimanager gespiegelt und man kann dann also, je nachdem, was man jetzt hier gerade bearbeitet, verschiedene Ordner sozusagen sortieren, umsortieren. Es ist sehr, sehr praktisch, sehr, sehr einfach. Also teilen, schließen und viele, viele, viele weitere Einstellungsmöglichkeiten für den Dateimanager. Auch die Ansichten, die Ordner, all das könnt ihr hier ändern, wenn ihr das denn haben müsst. Gut, dann kommen wir so langsam, ja, zum Ende des Videos. Einen Tipp wollte ich euch gleich noch geben. Wer es so ein bisschen hört, obwohl ich jetzt hier mit OBS Rauschunterdrückung dieses Video aufnehme, ist mein Rechner ganz schön am Arbeiten. Natürlich ist Plasma sehr ressourcenhungrig. Wenn ihr jetzt also jede Menge Applets installiert habt, jede Menge Dinge und Animationen hier eingestellt habt, dann wird euer Rechner natürlich ständig relativ ausgelastet laufen und da müsst ihr ein bisschen darauf aufpassen, dass ihr nicht zu viele Spielereien laufen habt. Das macht das System natürlich dann auch unnötig langsam oder wie in meinem Fall nervt einfach der Lüfter, der aber grundsätzlich bei Tuxedo-Geräten, ja, kann man grundsätzlich sagen, ich habe sie jedenfalls oft gelesen, dass die Lüfter relativ laut sind. Das war damals bei mir auch der Anlass zu sagen, okay, ich möchte auch die Möglichkeit haben, mit der Desktop-Oberfläche Cinnamon in Ubuntu zu arbeiten. Das soll hier dann mein letzter Tipp sein. Ihr öffnet also ein Terminal, die Kommandokonsole und machen wir das mal ein bisschen größer. Einfach mit dem Befehl sudo apt-get Cinnamon. Könnt ihr also jetzt durch Enter drücken und Bestätigung des Passwortes die Desktop-Oberfläche Cinnamon nachinstallieren. Wenn ihr euch dann wieder anmeldet, habt ihr also die Möglichkeit, den etwas ressourcenschonenderen Desktop Cinnamon oder die Luxus-Oberfläche Plasma zu nutzen. Auch Gnome ist nachzuinstallieren, so dass ihr da wirklich eine ganze Menge Möglichkeiten habt, euren Desktop auszuprobieren. Okay, einen letzten Tipp noch, aber dazu vielleicht in einem anderen Tutorial etwas mehr. Es gibt hier auch die Möglichkeit, in Kubuntu verschiedene Desktop-Oberflächen einzurichten. Sie nennen das hier Aktivitäten, indem ihr auch die Programme, das komplette Design der Desktop-Oberfläche anpassen könnt für den Arbeitsbereich, den ihr habt. Sagen wir mal, ihr habt jetzt eine Desktop-Oberfläche für Büroarbeiten mit Office-Programmen, eine Desktop-Oberfläche für vielleicht Programmieren. Und da klickt ihr einfach nur auf Aktivitäten wechseln hier in der Menüleiste und könnt dann zwischen den individuell eingerichteten Desktop-Oberflächen hin und her switchen. Gut, dazu aber vielleicht mehr in einem anderen Video. Okay, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat
Und vielleicht gibt es demnächst mehr von Kubuntu und dem Tuxedo-Rechner. Dann tschüss und bis bald.